ist das erste deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. Dankeschön. Sie haben es gemerkt, heute Prinzenproklamation, FDP-Parteitag hier in Köln. Es war eine sensationelle Atmosphäre und toll, muss man sagen, wen die FDP aufzubieten hat als Ehrenvorsitzende. Graf Lambsdorff, Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher, da sitzen schon Granden der Politik, die eigentlich schon über dem Politik bitte. Es hatte für mich schon ein bisschen was Vatikan. Kaneskes. Mich schon so eine Art Konklave in Privatklamotten. Ja. Mit einem kleinen Unterschied zwischen Konklave und FDP. Im Konklave wurde ein Chef gewählt, der den Laden im Griff hat. Ja. Man hatte teilweise das Gefühl, sie rätseln so ein bisschen, wie lang spricht dieser Übergangsvorsitzende noch. Aber es war absolut, und der absolute war Hammer, Ehrengast Dr. Henry Kissinger. Liebe Anti-Vietnam-Demonstranten, dass wir das noch erleben dürfen. Dazu gleich mehr, meine Damen und Herren. Er spielt jetzt für die Freunde der deutsch-amerikanischen Beziehungen die Eierlich Showband. Professor Kissinger hat immer Nüsschen gegessen, solange er noch nicht dran war. Ehrlich? Jetzt habe ich gedacht, Dr. Kissinger ist vielleicht da, weil es auf dem FDP-Parteitag umsonst Nüsse gibt. Aber er hat, hast du auch diese Rede gehalten, gesehen? Ich habe es ein bisschen ohne Ton gesehen, ja. Ja, und war das genauso beeindruckend? Ja, klar. Das vor ihm hat Ingo Wolf, der Spitzenkandidat hier in Nordrhein-Westfalen, für die FDP gesprochen. Davor sprachen einige engagierte Frauen aus der FDP. Das war aber mehr so die Abteilung Desperate Housewives. Ja, kam auch sehr gut. Die mussten sich alle kurz halten, nur 3 Minuten, weil ja Dr. Kissinger kam. Ein paar Nüsschen. Und dann kam sensationell der Satz: Wenn ich gewusst hätte, dass ich nach Guido Westerwelle spreche, hätte ich gar keine Rede gehalten. Oh. Angst. Zwei Möglichkeiten. Entweder Angst oder tödliche Ironie. Ja. Ja. Ist es möglich, dass der Mann, der den Vietcong nicht gefürchtet hat, vor Dr. Westerwelle Angst hat? Nein. Eigentlich nicht. Nein. Also ja. Ironie. Und vor ihm sprach Ingo Wolf. Das wäre eine interessante Aufgabe gewesen für Politologiestudenten. Vergleichen Sie den Auftritt von Dr. Ingo Wolf mit dem von Professor Henry Kissinger beim Parteitag der FDP 2005 in Köln. Dann ging es ganz in die Diplomatie. Ich bin hier, weil mich mein Freund, da haben sie drei bei der FDP sich so, Graf Lambsdorff eingeladen. Aber ich hatte auch großartige Beziehungen zu Walter Scheel. Und Genscher war der Dritte.
Ja, und ich als, die haben auch die ganze Zeit getuschelt. Ja, aber ich als Fan der Diplomatie, ich sag dir, da liegen, da, das sind Abstufungen. Ja, Lambsdorff, Freund. Scheel, Politiker. Genscher, glänzender Diplomat. Sehr schöne Arbeitsbeziehung, aus der sich ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt hat. Das sind ja subtilste Feinabstimmungen. Ja, das sind ja früher Völker ausgerastet, wegen solcher diplomatischen Zwischentöne. Das alles auf der FDP und wir haben diesen Slogan gern übernommen. Das ist der Slogan der FDP heute hier in Köln. Erschreckend konkret, finde ich. Ja? Ja, Sie nehmen ja da die Anregung von Herrn Köhler auf. Richtig, unseres Bundespräsidenten. Viele sagen, Arbeit hat Vorfahrt. Ich kann es noch nicht sehen, aber man kann es schon hören. Man kann es schon hören. Ja. Das ist Arbeit und alle anderen sollten wissen, Arbeit hat Vorfahrt. Nochmal, für Sie, damit Sie nicht sagen... Wir haben es nicht gesagt. Nochmal, gerne. Falls Sie sagen, irgendwas fehlt doch bei diesem Parteitag, Sie haben ja so recht, die Original-Parteitags-Kaffee. Wir haben eine... Wir haben eine ähnlich hässliche. Also ich meine, die ist jetzt... Zu Hause jetzt, oder? Nein, zu Hause habe ich gar keine. Zu Hause trinke ich Kaffee direkt aus der Maschine. Ich lege mich so drunter. Ja, ja. Ist das nein, nicht? Okay. Die FDP hat die mit Rillen, ja, die man auch so kennt von Gewerkschaftstagungen bis nachts um vier, wo dann heißt, ohne Kompromiss hat man sich getrennt. Und da wurde dann nachgeschenkt. Und Dr. Westerwelle hat auch teilweise Speisereste aus dem Raum... zwischen Zahnfleisch und Oberlippe geholt, als er von einem Jungliberalen einigermaßen hastig kritisiert wurde. Ja. Da war vieles, was uns nicht gefällt, da muss man auch mal sagen, der hat natürlich diese revolutionären Rede in 3 Minuten runterhaspeln müssen. Weil ja Dr. Kissinger kam. Ja, aber kann die FDP-Landfrauen, die haben ja auch vor sehr wenig Leuten geredet. Ne? Sehr, keine Reaktion, nichts. Ja. Dabei haben sie zu Hause so geübt. Ja. Ist denn Dr. Kissinger FDP-Mitglied? Nein. Oder kandidiert er irgendwo in Neheim-Hüsten oder so für die FDP? Das war nur ein Grußwort an seinen Freund Graf Lambsdorff. Hast du das gemerkt? Die anderen auch Freunde, aber nicht. Wir, meine Damen und Herren, sind nicht nur Freunde von Politikern, wir sind begeistert. Neu bei uns im Angebot das 2005 Politik aktuelle Stickeralbum. Die tollen Politiker-Sammelbildchen, jetzt sind sie bei uns im Handel. Und zwar, also man kann sagen, die Leute bei uns sind verrückt nach diesem. Ja, süchtig. Ja? Am Kiosk holen sie sich hier so ein Tütchen. Dann reißen sie auf und unsere Politiker wirken ja oft so seriös und ernst. Aber es gibt viele tolle Bilder von ihnen, wo sie sich von einer menschlichen Seite zeigen. Und dann ist ja wie früher beim Fußball immer die Aufregung, wen habe ich? Ah, oh, das ist toll. Das ist, guck mal hier. Unser aktueller Ministerpräsident Peer Steinbrück habe ich. Oh, den habe ich auch. Hast du auch? Habe ich auch. Ja, auch mit so einem Foto? Mhm. Hast du auch Bärbel Höhn? Warte. Bärbel Höhn? Oh, nee. Ja. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Nee, können wir aber tauschen. Können wir gucken. Franz Müntefering, schau dir das hier an. Ach, Menno, den habe ich auch nicht. Ja? Aber guck mal hier, ich habe den Kanzler. Das ist toll, da habe ich aber was Besseres, da habe ich Henning Scherf aus Bremen. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe den Kanzler aber nochmal. Haha, guck mal. Das ist, da hat er, glaube ich, am Frühlingsfest Joschka Fischer nachgemacht. Weißt du? Guck mal, ich kann gehen wie Joschka. Hast du auch den Herausforderer, Herrn Rüttgers? Nee, den habe ich leider nicht. Aber ich habe Guido. Zeig. Das hat übrigens... Hat Dr. Westerwelle auch gesagt. Das hat Dr. Westerwelle heute gesagt. Und wenn Sie mich wählen als Vorsitzenden, ich bleibe, wie ich bin. Sie wählen einen optimistischen, fröhlichen, dem Leben zugewandten, rheinländischen Parteivorsitzenden. Hat er gesagt. Ja, alles, was ihm so als oberflächlich ausgelegt wird und so weiter. Fröhlichkeit, die auf diesem Bild zum Tragen kommt. Hier, hast du Edmund Stoiber? Oh, nee. Oh, doch, den habe ich auch. Ja. Hast du denn Clement? Nein. Aber ich habe Otto Schily. Oh, das ist schön. Ah.
Hast du zwei Kanzlerbilder? Ich habe zwei Kanzlerbilder und ich habe auch Angie. Zeig mal. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, bist du ganz schön neidisch. Hast du auch ein Glitzerbild? Ja, von den Grünen. Ach so. Ja. Die sind ja immer besonders wertvoll zum Tauschen, ne? Oh. Ja, aber einen Kanzler haben? Einen Kanzler könnte ich haben. Und zwar den, wo er Joschka nachmacht. Da krieg ich für den Mit Chili Höhn. Und den... Was? Chili nicht. Du kriegst dafür Bärbel Höhn. Nee, aber du bist beschwören. Henning Schärf und Rüttgers. Doch. Hier, Schärf, Höhn und Rüttgers. Schäuble auch noch. Ja, den habe ich schon. Ja. Der ist oft reich. Vor einiger Zeit der Wohnung. Ja, ich bekomme gerade eine Meldung hereingereicht. Es gibt Neues aus dem Vatikan. Es gibt Neues von Papst Benedikt dem 16. Papst Benedikt der 16. flog heute Morgen mit einem Hubschrauber zu einem ersten Besuch seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo. Dort traf er mit dem Ortsbischof und lokalen Autoritäten zusammen. Nachdem er um 12 Uhr vom Fenster aus die Anwesenden gegrüßt hatte, aß er zu Mittag. Im Anschluss an einen Besuch der Gärten flog er zurück. Soweit die neuesten Nachrichten aus Rom. Sollte etwas passieren, unterbrechen wir sofort das laufende Programm. Über 60 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg sprach. Nein. Da war er dann immer in der Reflexion. Das war nicht so dieses Dezente, also, sondern war so. Man hätte die Antworten gar nicht hören müssen. Man konnte am Gesicht ablesen, wo der Frontverlauf war. Das könnte man bei mir auch mal machen, dass man so Reaktionen voraufzeichnet. Ja, eben, die werden ja oft, wollte ich gerade sagen, die werden ja oft danach aufgezeichnet, eben. Um sie dann gegenzuschneiden. Eben. Und dass du irgendwie was sagst. Oder je nachdem, wenn es was Negatives ist. Dass man das schon hat im Computer, ja, falls ich es mal nicht kapiere oder überhaupt falsch reagiere. Ja, ist eine sehr gute Idee. So, nun zum Thema. Junge Studentinnen wurden aufgefordert, sich bei uns zu bewerben. Wir bieten einen Job, wir helfen bei der Wohnungssuche, wir helfen dabei, sich als Erstsemester zurechtzufinden. Eine Flut von Bewerbungen hat uns erreicht. Wir haben dich erreicht. Bitte? Das war natürlich viel mehr. Ich habe dir 5 vorgelegt. Wieso? Was hast du die Sportstudentin. Das hat doch damit nichts zu tun. Ja, du hast 5 angezeigt. Das heißt, ich nehme noch 5 Kölsch. Also. Ach so. Heute ist Vatertag. Aber wir waren nicht am Vatertag. Nein. Ohne Ernst Augutz macht es mir keinen Spaß mehr. Ja, komm schon, Ernst Augutz, okay. Ja. Du hast doch aus der Vorauswahl die Sportstudentin rausgeschmissen. Du hast gesagt, das wären keine richtigen Studentinnen. Ich habe überhaupt keinen herausgeschmissen. Und die traditionell kühle Arbeitsbeziehung zu Herrn Antrag ist auf einen neuen Tiefpunkt gesunken. So wird das alles formuliert. Diplomatisch. Weißt du? War, ja. Ich glaube, Dr. Kissinger musste weg. Vielleicht hat er mit Joschka getroffen. In alten Frankfurter Zeiten geschwelgt oder so. Damals. Ja. Damals. Hatte nicht Dr. Kissinger im Auftrag der FDP den Vietnamkrieg beendet überhaupt? Du könntest dich doch mal ein bisschen vorbereiten an so einem Tag. Da spricht die Grußworte bei dieser Prinzenproklamation unser Oberbürgermeister Herr Schrammer. Ja. Der hat gesagt, Dr. Westerwelle liebt Köln. Weißt du warum? Nee. Weil ihn die Farbe vom Kölsch an das Gelb der FDP-Plakate erinnert. Oh. Das war selbst der FDP peinlich. So. Nun aber, meine Damen und Herren, hat sich Herr Andrack gestern fein gemacht, um die jungen Damen auf Herz und Nieren zu prüfen, ob sie den großen Anforderungen, die ein Job hier in unserer Show stellt, gewachsen sind. Hier ist unser erster dokumentarischer Zusammenschnitt. Was studierst du? Ja, Philosophie und Theologie auf Lehramt. Das ist eine tolle Kombination. Man muss die Kids irgendwie wieder an die Religion auch heranheben. An welche Religion denn? An die evangelische oder an die katholische? Katholische. Oh, sehr gut. Das wird dem Chef gefallen. Was würdest du erwidern, wenn Harald sagen würde, die katholische Kirche hat recht, die Bestimmung der Frau ist es, das Haus zu hüten und Kinder zu kriegen? Oh,
dann würde ich sagen, dass die katholische Kirche auch behauptet, dass die Pille nicht gut ist. Und davon ist er ja bestimmt nicht überzeugt. Mhm. Und los. Durch.